Und weiter geht's mit der sowas wie ein Fan Yu-Gi-Oh! Open. Wir befinden uns nach wie vor in der ersten Runde. Wir sind im letzten Match der ersten Runde. Und dieses findet statt zwischen Tiefschlag-LP und dem Antichrist. Wenn wir uns die Startseite angucken, Tiefschlag-LP hat Ojama-Trio und Magischer Zylinder, also schon mal ziemlich nervige Fallen. Außerdem dunkeläugiger Illusionist, unglückliche Jungfrau und den sehr, sehr nervigen Pinguinsoldaten. Eine sehr nervige Starthand. Auf der anderen Seite der Antichrist, Spiegelkraft und Opferlamm. Shinato, König einer höheren Ebene, starkes Monster, aber die passende Zauberkarte hat er nicht. Stattdessen letztes Ritual der Ahnen und schwarzmagisches Ritual. Also die bessere Starthand auf jeden Fall Tiefschlag-LP. Müssen wir mal gucken, wie sich Antichrist schlägt. Also Howard war sich ja extrem sicher, dass Tiefschlag-LP das sehr locker macht, weil er halt die Ritualmonster auf die Hand zurückgeben kann. Und er beginnt mit dem Ojama-Trio. Währenddessen zieht der Antichrist Herold der Endgültigkeit, der ihm jetzt überhaupt nichts bringt. Aber wenn schon, denn schon, denkt er sich und macht das Feld einfach mal voll mit Spielmarken. Nun gut, kann man mal machen, wa? Kanonenroulette wird verwendet. Wahrscheinlich, um durch den Effekt dann die Ojamas zu zerstören. Klappt aber nicht, also wird er eins der Opferlämmer angegriffen. Oh, da kommt Reshef. Den kann er tatsächlich beschwören. Ich weiß nicht, warum mit Verteidigung. Wahrscheinlich hat er sich verklickt. Und den Effekt kann er nicht nutzen, weil der Rest des Feldes voll ist. Ärgerlich. Und da kommt der Pinguinsoldat. Ja, in der nächsten Runde ist Reshef weg. Und da wird angegriffen und die magischen Zylinder werden ebenfalls aktiviert. Schon mal 2500 Direktschaden gegen den Antichrist. Und ja, läuft ungefähr so, wie er uns erwartet hat. Da ist Reshef auch schon wieder weg und der Pinguinsoldat gibt sich selber natürlich schönartig auf die Hand zurück. Ein anderer Pinguin, und zwar der Albtraumpinguin, kommt nun aufs Feld. Der Effekt wird erfolgreich verwendet, um den gelben Ojama zu zerstören. Aber der Angriff läuft in eine Spiegelkraft. Ende der Welt. Immer hilfreich. Klangvogel wird jetzt verwendet. Allerdings die Effektverschleierin verhindert, dass Klangvogel suchen kann. Und damit liegt er jetzt einfach nutzlos auf dem Feld. Macht das Beste draus, greift an. Ende der Battlephase durch den Angriff auf die unglückliche Jungfrau. Aber die Battlephase wäre danach eh vorbei gewesen. Von daher hat das Tiefschlag-LP jetzt nicht so viel gebracht. Er zieht die EV-Mauer und er verwendet sie auch. Ähnlicher Effekt wie eine Ojama. Wie ein Ojama-Trio, nur halt, dass es nur eine Marke ist und die nur 300 Schaden macht. Beziehungsweise die Ojamas machen auch 300 Schaden. Also quasi eine Ojama-Marke mehr wieder. Aber mit schlechteren Werten. Eisenschrott-Vogelscheuche. Haben wir schon ein paar Mal gesehen im Verlauf dieses Turniers. Extremst nervig. Tja, der Djinn-Erörterer der Rituale wurde gerade wieder zurückgegeben. Pinguinsoldat zerstört einen weiteren Ojama. Besserer Djinn gezogen, Verwalter der Rituale. Der ist stark genug, um den Albtraumpinguin zu zerstören, wäre dann nicht eine Eisenschrottvogelscheuche. Die kann allerdings auch nicht viel ausrichten, weil der schwächere, aber immer noch stark genug Klangvogel den Pinguin dann letztendlich filetiert. So, und da kommt Grand Maul, der allerdings noch nicht ausgespielt wird. Stattdessen dunkeläugige Illusionist, ja, platziert. Und Pinguinsoldat verwendet seinen Effekt. Gibt sich und der Gegner wieder auf die Hand zurück. Da kommt der Gegner wieder. So. Und da hat Tiefschlag-LP einen kleinen Denkfehler gemacht. Er hat gedacht, gut, dunkeläugiger Illusionist bannt dann den Djinn, der kann er nicht mehr angreifen. Leider war der Djinn stark genug, um ihn trotzdem zu zerstören mit dem Angriff. Und ja. Hätte er besser die ersten Schrottvogelscheuche gemacht und dann auf den Angriff des Klangvogels gewartet. Auf den dunkeläugigen Illusionisten hätte den Djinn immer noch bannen können. Aber gut, er hat jetzt wieder den Pinguinsoldaten und eine Spiegelkraft draußen. Vor Angriffen muss er sich sowieso nicht sorgen. Vor allem nicht mit Djinn-Erörterer der Rituale. Da kommt die Spiegelkraft. Zwei Djinns auf dem Friedhof, besser kann es nicht laufen für einen Ritualspieler. Der übrigens zwei Monster gezogen hat, für die ihm die Zauberkarten fehlen. Grand Maul kommt nicht einfach nur die Nagelwände, die genau jetzt gespielt werden sollten.
Nein? Okay. Jetzt kommen sie. Außerdem die Eisenschrottvogelscheuche. So viel dazu. Und der Pinguinsoldat wird jetzt gleich wieder seine Wirkung entfalten. Auf Feld 5 liegt nichts. Nagelwände zerstören halt hier drunter eine Karte. Da habe ich doch die Zauberabsorption gesehen, die extrem viele Lebenspunkte regenerieren kann. Gegen einen Ritualspieler vor allem. Pinguinsoldat macht wieder sein Ding. Und es wird beendet. Jetzt werden Rituale gezogen, die ihm nichts bringen. Der arme Antichrist weiß, dass Angriff nichts bringen wird und lässt es bleiben. Reshef wird jetzt abgeworfen, bringt ja eh nichts mehr ohne Zauberkarte. Auf der 1 lag der schwarze Odama noch. So, und jetzt wird Opferlamm verwendet. Das gibt 2 Lämmer und 500 Lebenspunkte durch die Zauberabsorption. Pinguinsoldat noch auf der Hand. Da kommt die bodenlose Fallgrube. Und Eisenschrottvogelscheuche verhindert Schlimmeres. Wenn eins der Lämmer liegen bleibt und die Sphinx gezogen wird, dann hat der Antichrist ein Problem. Denn dann werden die Monster sowieso jede Runde wieder auf die Hand zurückgegeben. Schlimmer noch, als es jetzt mit Pinguinsoldaten ist, der gerade abgeworfen wurde. Immerhin muss sich der Antichrist da keine Sorgen mehr drüber machen. Da kommt der Djinn jetzt zum wiederholten Male. Wurde gerade aufs Deck gelegt. Durch zurück zum Anfang. Auf der 4 lag das Lamm. Ärgerlich, aber gut, passiert. Ja, also bis jetzt spielt Tieflak-MP recht souverän und sehr nervig, wie man es von einem Zolldeck gewohnt ist. Senju ruft jetzt Reshef. Nee, nicht Reshef. Demise. Noch besser. Halt sich nochmal 2000 Lebenspunkte und das komplette Feld ist frei. Jo, das hat der Antichrist richtig gut gedreht. Er muss ein bisschen mit den Lebenspunkten aufpassen. Oh, der magische Zylinder, der hilft ihm tatsächlich sogar was. Also dem Tiefschlag-RP jetzt. Mehr kann er gerade nicht machen, ist absolut legitim. Antichrist benutzt den Effekt nochmal, nur um sicher zu gehen. Und jetzt geht er drauf. Gut, Christian lebt gerade sehr gefährlich mit seinen 600 Lebenspunkten. Gegen 4400 gar nicht mal so schlecht, aber kann den meisten Effekt nicht mehr benutzen. Kommt der nächste Djinn. Und jetzt geht er einfach mal drauf und es lohnt sich einfach. Für die, die sich fragen, warum er die ganze Zeit Karten zieht, nachdem er angegriffen hat. Wenn ein Djinn vom Friedhof als Tribut verwendet wird, gibt es zusätzliche Effekte. Und in diesem Fall, wenn Demise in diesem Fall ein Monster zerstört, dann darf Christian eine Karte ziehen. So, jetzt benutzt er den Senju nochmal. Holt sich noch ein Ritualmonster. Und zwar den Magier des schwarzen Chaos. Der jetzt 2 zusätzliche Effekte kriegt. Und zwar bleibt davon fallen unberührt. Und das mit den Karte ziehen, wenn er Monster zerstört, nach wie vor. Momonga! Das bedeutet, es gibt nochmal Lebenspunkte. Und zwar gar nicht mal so wenig. 3000 Lebenspunkte heilt Tiefschlag-LP gerade. So, und auch wenn es jetzt gerade 7000 zu 600 Lebenspunkten steht, der Vorteil ist ganz klar bei Christian, also beim Antichrist. Magischer Hammer alleine auf der Hand ist auch super. Und ja, jetzt wird einfach mal humorlos angegriffen von dem Antichrist. Da hat Tiefschlag-LP jetzt einfach mal Pech. Und schon sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus für den Antichrist. 400 zu 600. Stolpern bringt ihm absolut gar nichts. Hätte er vielleicht, bevor er es aus Frust gespielt hat, vielleicht nochmal reinmischen können. Vielleicht hätte er Raigeki gezogen. So hat allerdings der Antichrist gewonnen, was mich sehr überrascht. Also genau wie Howards Erklärung war plausibel. Ein Trolldeck gibt dir sehr viel auf die Hand zurück und wir haben Karten gesehen, mehr als genug, die auf die Hand zurückgeben in dieser Runde. Aber Antichrist ist das sehr gut rumgekommen, einfach indem er auf Demise gegangen ist. Und Demise hat ihm gerade den Arsch gerettet.
Und er hat mit 600 Lebenspunkten übrig noch gewonnen. Respekt, Christian. Wir sehen uns dann nach der Side-Deck-Phase wieder. Die genau jetzt vorbei ist. Und wir schauen uns natürlich in dieser zweiten, im zweiten Duell zwischen Tiefschlag LP und dem Antichris an, was die beiden auf der Starthand haben. Topf der Gegensätzlichkeit, sehr gut auf der Starthand. Opferlamm auch sehr gut auf der Starthand. Ekibio Dragmord, nicht schlecht auf der Starthand. Evermore als einziges spielbares Monster, okay. Wird wahrscheinlich sowieso gesetzt wegen Opferlamm. Auf der anderen Seite die Handkarten vom Antichris. Maskierte Bestie kann er gerade nichts mit anfangen. Zweimal Djinn Verwalter der Rituale sehr gut. Generator der Rituale ist okay. Und Manju der 10.000 Hände sehr, sehr gut auf der Starthand. Also ich würde sagen, dass beide extrem gute Starthände haben, wenn man bedenkt, was sie für Decks haben. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Anfang tut Tiefschlag LP mit dem Topf der Gegensätzlichkeit. Da habe ich doch direkt mal den Aromatopf gesehen. Yep. Es gibt also einen Aromatopf. Beziehungsweise Aromakrug. Da wird Manju verwendet. Flucht der maskierten Bestie. Zack. Der Aromatopf kann nicht zerstört werden. Und jede Runde heilt sie Tiefschlag LP um 500 Punkte. Das heißt, der Antichrist muss sich jetzt echt was einfallen lassen. Der Kibio Dragmord wird jetzt auf die maskierte Bestie verwendet. Und da kommen die Schäfchen. Also eine gute Verteidigung wird gerade aufgebaut. Hane Hane auch noch. Die gibt auf die Hand zurück. In zwei Runden ist die maskierte Bestie dann zerstört. Die kann in der Zwischenzeit nichts weiter machen. Und Ikibio Dragmold gibt sich dann sogar noch auf die Hand von Tiefschlag LP zurück. Oh, und da darf man mal wieder eine Karte ziehen. Wenn der Magier des schwarzen Chaos irgendein Monster zerstört. In diesem Fall der faszinierende Kreis. Hane Hane greift allerdings und gibt den Magier wieder auf die Hand zurück. Das ist wieder bitter für den Antichris. Während Tiefschlag LP sich gerade ein bisschen ins Fäustchen lacht, habe ich den Eindruck. Aromakrug wurde jetzt geopfert, weiß nicht, ob das so schlau war, aber das ist die Wächtersphinx, von daher, die muss nur einmal geflippt werden. Der faszinierende Kreis, sehr schlau genutzt vom Antichris. Denn jetzt kann die Wächtersphinx nicht geflippt werden. Denn sie kann gerade ihre Position nicht ändern, solange der faszinierende Kreis noch liegt. Das heißt, für Tiefschlag LP, dass er eine Art Raubtaifun oder irgendwas in der Art ziehen muss, um erstmal den faszinierenden Kreis loszuwerden. Danach könnte er Wächtersphinx flippen, beide Monster auf die Hand zurückgeben, Effekt benutzen, Wächtersphinx dreht sich wieder um, vielleicht zwischendurch gucken. Jetzt benutze erstmal Ekibio Dragmord wieder, um den ersten Manju der 10.000 Hände zu benutzen. Er möchte wahrscheinlich systematisch durch die Monster gehen. Klappt ja ganz gut mit der Karte. Eisenschrott Vogelscheuche jetzt auch noch. Eieiei. Und die Efeu-Mauer. Und der dritte Mann hat 10.000 Hände. Da hat der Antichrist jetzt aber einfach mal Ziehglück. Da kommt Ende der Welt. Und wir wissen alle, was jetzt kommt. Demise. Demise-Effekt. Eisenschrott Vogelscheuche bleibt ungenutzt jetzt im Friedhof. Ich meine, Tiefschlag LP hat immer noch den großen, großen Vorteil, dass er viel mehr Lebenspunkte hat durch den Aromakrug. Und er hat mit Nagelwände und dunkeläugiger Illusionist immer noch sehr gute Chancen. Problem ist, der Mais-Effekt wird jetzt wieder kommen. Noch hat der Antichrist genug Lebenspunkte, um das zu rechtfertigen, dass er das benutzt. Ja, Nagelwände bringen dann nichts, hätte er gar nicht aufdecken brauchen. Und weiter geht die wilde Butterfahrt. Antichrist kann den Effekt sogar nochmal machen. Ja, Blitzerschlag alleine bringt relativ wenig, weil man muss ja für die Aktivierungskosten eine Handkarte abwerfen. Das heißt, spätestens nächste Runde. Bodenlose Fallgrube. Und jetzt muss... Kanonenroulette. Ja, Blitzerschlag wurde verwendet, das war absehbar. Sorry, dass ich müde klinge, by the way. Ich bin jetzt echt ziemlich lange aufgeblieben, um die ganzen Sachen hier, also den Kommentar aufzunehmen. Djinn Zerstörer der Rituale, sehr gutes Monster in dieser Situation. Wenn Tiefschlag LP jetzt nichts Gutes zieht,
Magisch bis Linde, hilft ihm in dieser Situation, kauft ihm nochmal eine Runde. Sehr gut. Aber mit seinen 800 Lebenspunkten ist er trotzdem sehr gut in Gefahr. Der Schaden reicht jetzt natürlich nicht aus. Es geht jetzt einfach nur darum, dass er nochmal eine Karte ziehen kann. Wand der Illusion, perfekt. Nicht nur stärker als der Djinn, gibt auch noch das Monster, das mit ihr kämpft, auf die Hand zurück. Und macht sogar noch ein bisschen Schaden. Also ich würde Tiefschlag-LP jetzt noch nicht auszählen oder zu den Tod gesagt zählen. Da kommt der Momonga, er kann sich nochmal hochheilen. Das macht er, indem er direkt angreift, also beziehungsweise indem er einfach den Djinn angreift. Es hat noch 300 Lebenspunkte. Aber das Monster ist durch Kampf zerstört worden, das heißt, er heilt sich und er kriegt zwei weitere Momonga aufs Feld. Sehr, sehr geschickt gemacht von Tiefschlag-LP. Was ist die Antwort von... Oh, da ist Nordwemco. Und solange der Djinn-Zerstörer der Ritual auf dem Feld liegt, kann sie nicht durch Effekte zerstört werden. Ja. Außerdem kann die Ritualzauberkarte vom Friedhof verbannt werden, um eine Runde lang alle Monster oder ein Monster, ich weiß nicht mehr genau, unanfällig für Kampfschaden zu machen. Für Effekte. Unwählbar für Effekte. Macht er jetzt auch einfach aus Vorsicht, was das für ein Monster sein könnte. Es ist aber der Golden Wachposten, da hat er einfach nur Vorsicht vor Nachsicht walten lassen. Neuer Golem-Wachposten. Wand ist weg. Ekibio Drakmord wurde wieder auf die Hand genutzt. Habe ich übrigens gar nicht erwähnt, dass Ekibio Drakmord auch gerade von Christian verwendet wurde. Da gibt es wieder Opferlämmer. Keine Ahnung wofür. Und er greift tatsächlich einfach mal so an. Ohne Absicherung. Und jetzt ist Christian, Tieflager-P wieder in der Situation, dass er was Gutes ziehen muss. Die Eisenschrottvogelscheuche wird nicht ausreichen. Das bedeutet, dass Christian bzw. der Antichrist in dieser Runde einfach mal gewonnen hat. Ja, Vogelscheuche wird nochmal aktiviert. Er kauft sich tatsächlich nochmal eine Runde. Es ist unfassbar. Aber das wird nicht reichen, egal was er jetzt zieht. Es sei denn, es ist ein Raigeki. Es ist kein Raigeki. Aber es ist der Chaos-Totenbeschwörer, der hilft tatsächlich nochmal. Denn es sind sehr viele Monster im Friedhof. Oh, und ja, bodenlose Fallgrube verbannt ihn. Das war der letzte Hoffnungsschimmer, den Tiefschlag-LP noch hatte. Hätte ausgereicht, um Nordwemco zu zerstören, hätte ausgereicht, um Djinn zu zerstören. Er hätte das noch drehen können. Muss man ihm ja mal lassen. Aber da hat der Antichrist einfach mal sehr gut reagiert und ja. Sehr, sehr gut gespielt vom Antichrist. Ich habe nicht erwartet, dass er tatsächlich 2-0 gegen das Trolldeck bestehen wird, das ja eigentlich darauf ausgelegt ist, sehr viele Karten auf die Hand zurückzugeben. Hat er sehr gut gespielt. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass er verstanden hat, wie man ein Ritualdeck spielt. Also, Gratulation an den Antichrist. Ich werde jetzt gleich erstmal pennen gehen. Und das war die komplette erste Runde der sowas wie ein Fan Yu-Gi-Oh! Open. Es wird noch einen Rückblick bzw. eine Analyse geben mit mir und Howard. Die wird dann irgendwann am Samstag oder Sonntag kommen. Ich weiß nicht genau wann. Auf jeden Fall, dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, schönen Tag noch.